mit Stefan? Na. Wem gehört denn das? Haben Sie Zeit für sowas? Ich heiße Paul. Mein Nachname ist unwichtig. Ich wollte nicht hier landen, aber ich wollte einfach möglichst schnell, auch unabhängig, also finanziell, meinen Lebensunterhalt selber erwirtschaften. Und das war das Schnellste war diese Ausbildung zum Bürokaufmann, und das habe ich dann gemacht. Und jetzt bin ich hier. Hallo, Felix. Oh, das ist aber wieder ein Saustall bei dir. Wenn man sich anstrengt und wenn man so im Beruf ist, dann hat man so wenig Zeit und man kann eigentlich gar nichts nebenher, ja, erreichen. Thank you.
Weißt du? Ist gar nicht so. Pause. Ja, gut. Ja, gleich. Entschuldigung. Nein. Was musst denn du alles hin? Schau doch mal dieses Arbeitstier an. Ich wusste gar nicht, dass du programmieren kannst. Monika, komm schon, ich zahl dir einen Kaffee. Klavier spielen? Nein, nein, das ist nur so ein Lernprogramm. Monika! Ja! Okay, bis dann. Ich habe immer gedacht, ich hätte vielleicht nebenher noch, also eben Zeit an diesem Klaviertraum zu arbeiten, aber es ist halt so schwierig. Ich bin im Beruf und dann auch diesen Standard, den man erreichen muss und den man erreicht hat, und es ist dann schwierig, diese Abstriche zu machen und auch Zeit zu finden nebenher. Hallo Paul. Hallo. Spielst du wieder Klavier? Ich bin nur am Arbeiten. Du, ich habe so Kopfschmerzen. Könntest du mir ein bisschen Arbeit abnehmen? Ja. Du bist ein Schatz. Da. Du, ich habe da eine Frage. Ist das jetzt mein Job oder was? Was? Ich habe sowas noch nie gesehen. Frag jemand anders. Ich habe jetzt Wochenende. Hä? Und wie geht das? Ich habe meine Methoden. Und nette Arbeitskollegen. Eine Stunde früher. Ach nein, kein Problem, wir haben hier so ein Arbeitstier. Einen Spinner und einen Träumer. Ja, genau der. Musik.
hier wäre dann noch die Rechnung. Und ja, viel Spaß mit dem neuen Klavier. Ne? Danke. Hoffentlich haben Sie nette Nachbarn. Ich habe jetzt auch, ich glaube, ich habe jetzt gemerkt, ich muss einfach ein bisschen mehr riskieren jetzt. Ich muss mal was Neues anfangen und ich habe jetzt einfach mal mir das Klavier gekauft. Guten Tag. Ich rufe an wegen Ihrem Inserat in der Zeitung. Ich würde gerne Klavierunterricht nehmen. Ja, ich warte. Ja. Ja. Dienstag. Dienstag wäre gut für mich, ja? 19 Uhr? Gut. Okay, bis dann. Tschüss.